Seit Ende März wird Israel wieder von einer Welle von Terroranschlägen überzogen. Der neue Anschlag am Abend sorgt jetzt auch für neues Entsetzen. Denn eines der Opfer wurde vor den Augen des Sohnes niedergestochen. Die Täter noch immer auf der Flucht. Ein Kind aus der Stadt hat gesehen, wie man seinen Vater vor seinen Augen ermordet hat. Das Kind kam rennend zu uns und rief: Sie töten meinen Vater. Das alles passiert in der israelischen Stadt Eilat, östlich von Tel Aviv. Ohne Vorwarnung attackieren palästinensische Terroristen das Opfer mit Äxten und Messern. Wir sprechen von mehreren Tatorten in der Stadt Eilat. Wir haben leider 3 Tote und mehrere Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Im Moment suchen wir noch nach den Terroristen. Augenzeuge des Anschlags wird der kleine Doron, Sohn eines der Opfer. Seinem Onkel erzählt er unter Schrecken: Papa hat gesagt, wir sollen nach Hause gehen. Also sind wir mit irgendjemandem nach Hause gefahren. Papa ist gefallen und hat euch gesagt, ihr sollt nach Hause gehen? Ja, er hat uns gesagt, wir sollen Mama suchen. Hat der Mann ein Messer gehabt? Ja, er hatte ein Messer. Es waren 2 Männer da. 2 Männer waren da? Ja, wir haben nicht verstanden, wer sie sind. Wir dachten, dass sie nicht die Juden umbringen. Ich dachte, nur die Bösen sterben. Aber plötzlich sah ich, wie mein Papa zum Boden schubste. Nach dem Angriff kommen Rettungssanitäter am Ort des Terrors an. Wir haben versucht, die Situation zu verstehen. Wir haben versucht zu verstehen, ob die Terroristen noch vor Ort sind oder ob die Polizisten sie erschossen haben. Wir wussten von nichts. Wir haben dann im Park nach Verletzten gesucht und tatsächlich haben wir in den Büschen Verletzte gefunden, denn das ist ein sehr großer Park. Da gab es einen Menschen, einen Vater, er war voll mit Blut. Neben ihm standen 2 kleine Kinder, eins 3 Jahre, das andere 5 Jahre alt. Der Vater sagte zu mir: Ich weiß nicht, was ich mit meinen Kindern machen soll. Ich denke, ich werde gleich ohnmächtig. Sag, was soll ich mit meinen Kindern machen? Ich weiß nicht, wohin mit ihnen. Der Anschlag von Eilat. Es war die insgesamt 5. Terrorattacke seit Ende März in Israel. Palästinensische Terroristen und arabische Israelis töten so 14 Menschen. Ein ganz schrecklicher Tag für Israel, über den wir sprechen müssen mit Bild-Chefreporterin Antonia Yamin. Antonia, schön, dass du bei mir bist. Und ich muss natürlich sagen, es ist besonders perfide, wenn man sieht, kleine Kinder mussten tatsächlich mit ansehen, wie ihre Väter vor ihren Augen brutal abgeschlachtet werden. Das ist irre. Ja, man muss auch dazu sagen, 16 Kinder sind jetzt halbwaisen geworden, gestern wegen diesem Anschlag. Es war Unabhängigkeitstag in Israel. Es ist sowieso ein Tag, in dem sehr viele Familien raus in den Park gehen, zusammen feiern. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Elad ist eine ultraorthodoxe Stadt. Jede Familie da hat sehr viele Kinder. Und dann gestern im Park konnt ihr euch einfach vorstellen, der Park war voll mit Kindern, die am Endeffekt wirklich zugeschaut haben, wie man ihre Eltern schlachtet. Heute Morgen sehr viele Psychologen in der Stadt versuchen, irgendwie dieses Trauma aufzuarbeiten. Kaum vorstellbar, wirklich. Die Täter sind ja weiterhin auf der Flucht. Hast du inzwischen neue Informationen, wer hinter diesem Angriff stecken könnte? Also es handelt sich um 2 palästinensische Männer. Jung, einer ist 19 Jahre, der andere ist 20 Jahre alt. Sie kamen gestern in diesen Park, haben es wirklich geschafft, 3 Männer umzubringen und auch noch 4 zu verletzen. Die Polizei versucht sie immer noch zu bekommen. Die vermuten, dass diese Täter zurück in die palästinensische Autonomie geflüchtet sind, die auch nur 3 Kilometer weit entfernt ist von dieser jüdischen Stadt. Aber der Jagd geht natürlich weiter. Leider Gottes, Antonia, muss man sagen, nicht der erste Anschlag in letzter Zeit. Man muss fast von einer ganzen Anschlagswelle sprechen. Hast du die Befürchtung, dass der Konflikt im Nahen Osten jetzt noch mal so richtig wieder aufflammen könnte? Ja, leider kann diese Situation sehr schnell eskalieren, weil in den letzten Wochen haben wir 6 Terroranschläge in Israel gesehen. 19 Israelis wurden erst in diesen letzten Wochen ermordet. Die israelische Regierung muss natürlich irgendwann mal auch reagieren. Man kann natürlich auch sagen, ja, es ist Mai, das ist fast jedes Jahr so, wegen Ramadan zum Beispiel. Aber am Endeffekt sitzt jetzt der Hamas-Chef in Gaza und tut diese jugendlichen Palästinenser auch
fordern, geht raus und tut diese Terroranschläge machen. Erst vor 5 Tagen steht der Hamas-Chef in Gaza, macht eine Rede und da sagt er, nimmt eine Axt, nimmt ein Messer und geht auf die Straßen. Gestern ist genau das passiert. Wahnsinn. Antonia, danke schön für deine ganz aktuelle Einschätzung zu diesem furchtbaren Anschlag. Dankeschön.